Die Inflation in Deutschland hat sich im Juni erstmals wieder leicht abgeschwächt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 7,6% mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Näheres dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. Das Entlastungspaket aus Tankrabatt und 9-Euro-Ticket wirkt doch. Zumindest ein klein wenig haben die Maßnahmen die zuvor fast ungebremste Teuerung in Deutschland abgemildert. Kein Rückgang, von dem man sich viel kaufen könnte. Eine Atempause. Bestimmt kein Wendepunkt. Aber immerhin, der Preisauftrieb hat etwas nachgelassen. Die Inflationsrate ist von 7,9% im Mai auf 7,6% im Juni gesunken. Allein Energie aber kostete die Verbraucher im Juni fast 40% mehr als im Vorjahresmonat. Im September läuft der Tankrabatt schon wieder aus, dann dürfte auch die Inflation wieder steigen. Die meisten Deutschen planen, laut einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung, mehr zu sparen. Zuallererst bei Energie und auch bei Lebensmitteln.